Paul. Alter, wie viel Granaten? Wie viel Granaten haben die denn, Alter? Zwei Pro-Snipers versus 50 Noobs. Wer gewinnt? Puh, das klingt spannend. Man kennt's mit dem Gilly erstmal die Hauswand hochklettern. Auf jeden Fall sind wir hier. Nee, ich mag tatsächlich, ich bin mit aktuell nicht mehr ein Freund von diesem Coming-Up-Ding, sondern ich will direkt das Video sehen, dass es losgeht. Kein Spoiler. Okay, also hier geht das Ding los. Weapons Custom VSR from blah blah. Back at the abandoned castle in Belgium. And this time I have a new rifle. A fully customized VSR built with Maple Leaf and Springer custom work. Alter, das was der anhat, ist schon krass, ne? Der ist ja ein kompletter Busch. Parts from Skirmshop in Holland. And for backup, I have my Maruri HK45 with Olight PL Pro Weapon Torch, which is sure to give me a... Was ist denn das für ein Tarnüberzug da mit diesen Blättern da drauf? Der sieht ja übelst geil aus. An edge in the pitch black basement of the fortress. Today, I'm teamed up with former British Army rifleman and UK YouTuber named Nico for this game of domination. And with our entire team defending the buildings in the north of the map, we sneak deep into enemy territory and deploy a ninja grappling hook to enter Lord. The top floor of the fortress, which sits right in the heart of the 50-player strong enemy force. With our entire team camped in the north, we are alone. And with die gehen dann mit so einem ninja hook hoch. No support. Aber krass, mal gucken, ob man gleich nochmal den anderen sieht. Weil den kannst du ja durch den Boonie komplett erkennen. Hier. Ah gut, der hat auch eine schwarze Jacke an. Aber hier sieht man mal den schönen Kontrast. Hose. Die schwarze Hose, dann diesen Boonie, der extrem auffällt durch die Kontraste von dem Headstrap und auch durch die Krampe ringsum. Also wieder nur mehr Silhouette fällt auf, ne? Und dann hast du hier dieses Oberteil ist ja der Wahnsinn. Guck mal, wie das hier an den Seiten verschwimmt. Ich brauche dieses Oberteil. Wenn jemand eine Ahnung hat, was das für ein Ding ist, auch er hier, das ist irgendwie so ein Netzding. Ist ja ultra geil. Guckt euch das mal hier unten an. Das sieht ja so krass aus. Wir sind echt mit so einem Grappling-Hook da hoch. Wie geil. Okay, let's go. Let's go. I've got right. Okay, jetzt nehmen wir uns hier zu hinten rein. Also ich will jetzt gerade nichts sagen, aber so, wie er die Knarre hier hält, auf so... Wenn du das mit einer echten Knarre machst, hast du die aber sowas von in der Fresse. Bei einer Airsoft kannst du es halt machen, ne? Aber bei einer echten, schwierig. Footsteps behind. Hä? Hä? Ich hab's gar nicht gerafft. Der hört die da hinten. Henry Footsteps behind. Ja, ja, klar. Hä, wer hat denn jetzt die Granate geworfen? Bin ich doof? Hat der Teamkollege den gerade? Der Kollege? Ich hab das nicht gerafft gerade. Alex. Oh. Pyro. Ich meine, diese Sniper-Gillies bringen halt hier im Gebäude gar nichts, ne? Thank you.
Eieieiei. Gut, da hat er gerade mal kurz ein bisschen aufgeräumt. Die einfach auch CQB-mäßig hier mit den Snipern und den Pistols rumrennen. Pyro. Na ja, klar. Nico. Pull back here. Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Ich merke die ganze Zeit, irgendwie ist so das Video so ruhig, aber das liegt daran, weil man das sonst immer von so Videos wie Novridge und Co. kennt, dass die immer ein Voice-Over drüberlegen und die Sachen erklären. Das passiert ja nicht, deswegen wirkt es irgendwie gerade so ein bisschen komisch. Ja. Schöne Streak, gleich müsste die Predator-Rakete kommen. Hey. Well, that's it. Yeah, that's down. My turn. Pyro. Whoa, whoa, watch out, watch out. Here, watch out here. Here. Under fire oil. That from behind as well. Granate ist halt schon geil, ne? Das bockt schon. Ne, das sind so eine richtigen Airsoft-Granaten, glaube ich. Weil da irgendwie auch Kugeln drin sind. So, das hatten wir in Polen damals auch. Outside. Oh, jetzt kommen wir wieder die Sniper zum Einsatz. They're here, they're moving. They're coming to this door. I think we should pull back, mate. Team Nico, pull back this way. Sind in Deutschland aber, glaube ich, nicht erlaubt. Also können wir nicht vorstellen. Aber wir sind nicht auf dem deutschen so eine Dinge. Yo, Viererkill. Nico. Ach, die sind alle raus, oder was? Alter, wie viele Granaten? Wie viele Granaten haben die denn, Alter? He's in there, yeah. Pyro. Digga, das ist doch die, keine Ahnung, für die 10. Granate, die er zündet. Über die Hälfte der Kills sind safe nur mit Granaten. Einfach in jeden Raum eine Granate reingeschmissen. Bam, Headshot. Oh,
Dieser Busch, Alter. Selbst, ey, wie krass getarnt er einfach da gerade war. Selbst. Zumindest bei mir. Oh! Schön Headshot, Alter. Oh! Schön ins Fresschen. Irgendwie fehlt was, ne? Ja. Lang keine Pumpe mehr. Doch. In! Is there anyone else? Bye bye, Pyro! Pyro! Hit Pyro! Got shit, Batman! Watch out, watch out! Cover me, cover me! Oh, schön den Hut angeschossen. Three more down. Zuckt. Okay, hold on. Hit. Oh. I'm hit, mate. Finally eliminated, and with Nico out of ammo, he surrenders, and we head back to respawn. Thanks very much for watching, guys. Out of ammo. Ja, schaut gern bei King Mustang vorbei. Bestimmt noch andere Airsoft-Videos, wenn euch dafür interessiert.